Oh mein Gott, da sind sie alle. Hallo, hallo. Oh, ihr seid aber süß. Hallo. Wollt ihr mit mir spielen? Wollt ihr mit mir spielen? Ich würde gerne mit euch spielen. Aber ihr müsst kurz mal weggehen, damit ich wieder da hoch kann. Ah, ich weiß. Oh, Crafty, was war das denn? Oh, die lachen halt auch wie Kinder, ne? Oh mein Gott, Crafty kommt. Oh, du blöde Scheißvieh. Ich vermute mal, dass entweder die anderen Critters gekillt wurden. Alles gut bei dir? Hey! Oder die Critters kommen einfach in ihrer kleinen Scheißform und springen dir ins Gesicht. Es ist Zeit zu ernten. Oh mein Gott, die Leiche ist noch frisch. Oh, die Mauli. Was zur Hölle ist hier los? Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Nee, lass mich in Ruhe. Geh weg! Oh, Bobby, pinkel dich doch. Okay, du liebst mich bis zum Mond zurück. Ja, merke ich, dass du verrückt bist nach mir. Ohne dich bin ich verloren. Ja, ich merke schon, dass du verloren bist ohne mich. A long time warst du verloren? Okay, cool. Okay. Nee, ich will dich doch gar nicht verlassen, aber ich will auch nicht angesprungen werden. Ach du Scheiße. Wir werden also nicht nur von Doc, der hier gejagt, sondern auch von Bobby. Aber es ist echt krass, sie ist sehr lange schon alleine und da kommt das Schwein angekrabbelt. Ah, okay. Hallo Piggy. Ich hab dir gerade gezeigt. Könnt ihr bitte aufhören zu lachen? Oh, Chicken kicken. Oh, geh weg. Okay. Das. Boah, ich hab nicht so viel Schuss, Chicken King. Oh! Oh mein Gott! Da sind sie alle! Hallo! Hallo! Oh, ihr seid aber süß! Hallo! Wollt ihr mit mir spielen? Wollt ihr mit mir spielen? Ich würde gerne mit euch spielen. Aber ihr müsst kurz mal weggehen, damit ich wieder da hoch kann. Hey, hey, Kicken Chicken. Aber, doch Mann, jetzt ist blöd. Jetzt will ich von jedem den Jumpscare sehen. Hallo! Okay, nee, der Jumpscare ist immer der gleiche, alles klar. Schade. Aber hi, hi. Die sehen voll süß aus. Knuffig. Richtig nice. Okay, wir haben hier Bobby Bear. Ach nee, lol, da kommt immer ein anderer. Das ist jetzt Dog Day. Eben kam da Bobby Bearhug. Okay, das heißt, also, die kommen random. Okay, das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen gucken, dass wir nicht unbedingt von denen geholt werden. Die Waffe lädt sich, by the way, wieder von selber auf, ne? Also, da brauchen wir nicht irgendwie nachladen oder so. Da hatte ich nämlich die Befürchtung, dass das nicht sich wieder auflädt. Bleibt mal da hinten, bitte. Aber Jungs, ich würde euch super gern alle mitnehmen. Ich würde euch gerne alle bei mir irgendwo hinsetzen und am besten überall hier hinten. Aber es geht. Oh, es geht leider nicht. Hey, zisch ab. Hobby, Hobby Hopscotch. Möchte mit dir nichts zu tun haben. Du bist ein Hase. Ich mach Hasen nicht so. Aber wo kommt Dog Day? Also der richtige Dog Day. Oh, wait, ich weiß, wo wir sind. Oh. Hier kommt Catnip, glaube ich, das erste Mal, oder? Oh mein Gott. Oh. Du dreckiger scheiß Elefant. Wir wollen Rache. Ja, schön, dass du Rache willst. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden von euch. Oh mein Gott, Alter, ist das ein Scheißvieh gewesen. Ich weiß halt nicht, wo lang. Oh mein Gott, ja, geht lieber weg. Ich weiß halt nicht, wo lang, Alter Schwede. Ich habe hier halben Herzinfarkt durch die Viecher. Mann! Ich bin halt auch so hyped auf alles. Ne? Das ist halt echt krass. Kicken Chicken. Hi, Kicken Chicken. Ah, okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. Wir brauchen wieder Strom. Hey, wenn du nochmal versuchst, auf mich zu springen, schieße ich dir ins Gesicht.
Du kleiner Scheißer, geh weg! Ja, ich weiß ja nicht, was los ist. Bobby Bear, naja, der hat einfach Rückwärtsgang gerade eingelegt, der Dude. Ja, wo sind jetzt aber diese Dinger, die ich brauche? Müssen ja hier irgendwo sein, oder? Ah, ich weiß, warum die nicht weitergeben, weil das da rot ist, oder? Hey, geh weg! Geh weg! Die Critters abzuschießen ist halt echt unfair. Ah, lol, da muss irgendwas drauf. Was soll denn da drauf? Soll ich die Critters da drauf tun? Ja, komm mal her. Nee, du bist zu leicht wahrscheinlich. Okay, dann heißt es, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ist da irgendwas hinten, was da drauf kommt? Wahrscheinlich das hier, oder? Ah, ich weiß. Oh, Crafty, was war das denn? Ich mag dich doch eigentlich. Catnap kommt. Ja, Catnap kommt, Alter. Crafty kommt und haut dich komplett um. Als kleines Tierchen. Holy Sch. Piss dich. Geh weg, Crafty Corn. Der kann einfach Rückwärtsgang einlegen, ne? Die können einfach den Rückwärtsgang einlegen, so wie es sein soll. Schön. Freue ich mich immer drüber, wenn die Rückwärtsgang einlegen können. Na, oh, wow, ich bin Doc, der halt einfach auch direkt in die Arme gelaufen. Aber jetzt ist es halt auch nicht mehr gruselig, weil ich einfach weiß, wie die Jumpscares aussehen. Ah, hier lang. Ich hätte es halt übelst gefeiert, wenn die eine Boxy mit reingebracht hätten. Bam, Junge, voll in dein Gesicht. Hau ab. Ja, geh lieber weg. Boah, die lachen halt auch wie Kinder, ne? Oh mein Gott, Crafty Corn. Oh, du blöde Scheißvieh. Ich könnte, oh mein Gott. Kick den Chicken Tisch ab. Einmal bitte runter. Ah, das kannst du vergessen. Tisch ab. Oh, man hört richtig, wie sie auf einen losgehen wollen. Man hört es einfach richtig. Hallo? Auf doch bitte! Hör mal auf, stehen zu bleiben. Bulldog im Mops? Lol. Ja, noch nicht gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen bis jetzt. Bam, Junge! Bam, Junge! Hä? Ah, wait, ich hab's verstanden. Na, du lässt mich in Ruhe. Du gehst auch weg. Das ist aber cool, ich mag das irgendwie. Dieses Rumschießen und dann Sachen so, bleib stehen. Du kommst hier nicht her. Ah, lol, die sind ein bisschen buggy. Okay, wir mussten dann... Naja, bleibt schön da. Keiner will euch. Also zumindest nicht freiwillig. Man hört sie halt, ich finde das so geil, wie man die einfach hört. Ich mag die irgendwie, keine Ahnung. Die sind irgendwie knuffig. Sehr schön gemacht. Müssen wir jetzt tiefer hier rein, oder? Oh wow, jetzt. Oh, hier, guck mal, ein Schwimmbad. Ein Schwimmbad! Gibt der Ente ins Gesicht. Aber wait a minute, zurück. Jetzt will ich wissen, was ganz oben ist. Ob es denn überhaupt nach da oben weitergeht, sagen wir es mal eher so. Ja, natürlich geht es hier wieder weiter, ne? Ne, doch nicht. Okay, ne, hier oben geht es nicht weiter, obwohl da eine Exit-Tür ist, aber... Okay. Ah, französische... Jetzt habe ich es erstmal richtig gelesen. Französische Bulldogger... Mops-Mix, alles klar. Ah ja, aber trotzdem noch nicht gesehen. Ist auch etwas außergewöhnlich. An Stafford, da kenne ich. Davon laufen bei uns hier extrem viele rum. Warum auch immer. Kann ich da einfach... Hallo, ich höre die noch. Ich höre die noch. Geht weg!
Nein? Nein? Okay. Auch nicht? Ich find's aber krass, dass das Ding sich selber wieder auflädt. Naja, solange mich diese Ente hier nicht anspringt, ist alles gut. Und ich nicht ersaufe. Okay. Hier ist scheinbar nichts weiter. Na, dann muss man weitergehen. Also ich sehe jetzt hier zumindest nichts, was irgendwie interessant sein könnte. Verlass mein Zuhause. Ja, bin noch schon dabei. Kann noch nicht dafür. Verlass mein... Da müssen wir hin. Ist jetzt so mal meine Vermutung. Ach du Scheiße. Scheiße. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. And this madness. The torment. Scheiße, holy. No. Leave me. Please. Just go. Ach du Scheiße. Hi. Ja, wie mache ich die Tür auf? Hallo? Holy shit. Das ist nicht... Doc Day hat sich gegen ihn gestellt. Deswegen... Oh mein Gott, sieht das krank aus. Deswegen hat der Doc Day versucht zu töten. Beziehungsweise aufgehangen oder was weiß ich, was er mit ihm gemacht hat. Holy shit, Digga, hat ihn einfach hart gefoltert oder sonst irgendwas. Oh mein Gott. Crafty Boss. Alter. Das erklärt halt auch, warum Doc Day keinen Dings hat, ne? Keine Beine mehr. Ich will den scheiß Jumpscare sehen, das. Oha. Die haben sich alle gegen den Prototypen gestellt. Nicht unbedingt gegen Catnap. Der Jumpscare ist aber auch nice. Ist natürlich jetzt blöd, weil ich halt den Jumpscare selber ausgelöst habe. Und damit weiß... wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie das aussieht. Doc Day hört sich auch nicht an wie ein Kind oder so. Die anderen hören sich alle so etwas kindlicher an. Okay, das ist einfach krank. Der tut mir richtig leid. Sie fressen dich von innen Stück für Stück, hat er gesagt. Oh mein Gott. Einfach mal dahin schießen. Ich hoffe, es ist jetzt richtig gewesen. Ich habe keinen Plan. Alter Schwede. Ich weiß nicht, wo ich hier lang laufe. Es ist halt einfach, ich renne. Alter, das ist die schnellste Rutsche, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ey, das ist richtig. Nein, ich habe die Hand nicht. Oh mein Gott. Irgendwie tut er mir gerade richtig hart leid, ne? Oh mein. Das ist einfach krass. Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Ja,
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Schreie extra aufgenommen wurden, damit wir verstehen, dass sie von den Critters selber aufgenommen wurden, dass wir verstehen, was hier los ist. Weil die sagen bestimmte Dinge, die halt wirklich gar nicht passen. Der ist so cool. Es ist also doch ein Schrein. Bevor Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. Mhm. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him. Ja, sag ich ja. Hä? Habt ihr den Schrein gesehen? Ich hab den nicht gesehen. Ja, das ist mir klar. Aber es ist. Aber habt ihr es jetzt gelesen? Catnap wurde zu Catnap, nachdem dieser ganze Scheiß da. Also nachdem er fast tot war und sowas. Und deswegen behandelt er ihn so. Deswegen behandelt er ihn wie ein Superheld, bla bla bla, weil der Prototyp ihn gerettet hat. Und Rivali, alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Abend. Danke, danke, danke fürs Vorbeischauen. Wir sehen, hören, lesen uns natürlich bestimmt später. So, da wollen wir mal gucken. Dankeschön. Den werden wir wohl haben mit den ganzen Jumpscares hier. Your tools won't protect you. Deine Dinger werden dich nicht beschützen, okay. Das kann ich. Hä? Okay. Jetzt brauchen wir. Wo bekomme ich die jetzt her? Ah, oh, wow, ist mich wieder zurückgelaufen. Hä? Da fehlt uns doch jetzt aber so eine. So eine Lampe, nicht Lampe, wie komme ich denn auf Lampe? Ja, ich finde es halt blöd, dass sie hier so kleine Sequenzen eingefügt haben, wo es laden muss. Das ist jetzt nicht so optimal, meiner Meinung nach. Office, ja. Und im Office laggt. Hä? Woher soll ich das denn jetzt bekommen? Mir ist ja nichts. Hier vielleicht? Nee. Ich weiß nicht, wieso das hier jetzt nicht aufgeht, aber okay. Ach, wow. Okay, ich hab's. Es ist eigentlich so easy, ne? Manche Dinge. Aber ist okay. Aber hier gibt's sehr viele Tapes und es gibt sehr viel zu sehen und auch sehr viel zu hören. Finde ich mega gut. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal das. The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Okay. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals.
If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Öffne jetzt die Tür, die Stunde der Freude ist gekommen. Ja. Wenn die Tür aufgehen würde, würde ich jetzt auch tun. Vermeidet Blickkontakt mit. Und danach kam nichts mehr. Okay. Wie wär's denn, wenn man eigentlich mal Licht gibt oder so? Das wäre eigentlich wäre das echt optimal. Ich glaube, Licht wäre schon ganz cool, aber oh, blöder Stuhl. Muss ja das jetzt sein, dass du umfällst? Mhm. Hilfe, Joy. Okay. Das, die haben wirklich, wirklich, wirklich krasse Arbeit geleistet hier mit dem Ding, ne? Da bin ich, bin mega, mega begeistert davon, wie gut dieses Chapter geworden ist. Aber ich check jetzt nicht so ganz. Warum habe ich denn kein Licht? Kann ich nur Licht machen mit dieser Pistole hier oder was? Oh, guck mal, ein schöner Playtime-Computer. Hier liegt Bronn. Kopflos. Keiner, der, ja, der Bronn mag irgendwie. Turn and go home. Nö, will ich aber nicht. Da ist er durchgejumpt. Süß. Welcher Jumper, der Typ. Ja, und wie komme ich jetzt da rein? Wahrscheinlich so, oder? Run. Help. Oh oh. Was haben wir hier? Nichts? Da stand nur da Run. Warum soll ich denn rennen, wenn da nichts ist? Oh wow, ich wollte loslaufen und bin runtergefallen. Ganz toll. Bin einfach runtergefallen, ja. Fuck. Yay! Jetzt können wir fliegen. Aber hä, wo hat denn der diesen Schrein gesehen? Den habe ich ja noch gar nicht entdeckt. Ich habe keinen Schrein gesehen. Habt ihr einen Schrein gesehen? Hm. Ich habe da nichts irgendwie entdeckt. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind da durchgelaufen jetzt. Und hab das einfach komplett übersehen. Aber das wäre schon ziemlich scheiße, wenn ich das jetzt übersehen hätte. Aber soll ich das jetzt vielleicht andersrum machen? Kann ja sein, dass ich das jetzt so machen soll, oder? Oder? Ah, lol. Ja, sowas ähnliches, genau. Nur halt cooler und extremer, finde ich. Also ich finde es krasser wie Five Nights at Freddy's. Aber wieso... Ah, okay. Ich habe es verstanden. Du kannst dich halt hier komplett frei bewegen und die Story ist halt extrem heftig. Also sehr, sehr heftig, sagen wir es mal so. So. Und so. Wir haben ja Chapter 1 und Chapter 2 haben wir ja auch schon fertig. Das habe ich ja schon gespielt, bevor das hier rauskam. Und jetzt mit Chapter 3 bin ich eigentlich ziemlich zufrieden bis jetzt. Es ist sehr, sehr gut gemacht und es hat einfach absolut alles, was das Spiel haben sollte. Hier stinkt es wahrscheinlich schon wieder. Bin auf jeden Fall sehr begeistert davon. Und empfehle es auch jedem. Aktuell kostet das Ding noch 9 Euro noch was. Normalerweise kostet es 15 Euro. Oh, oh, wir sind bei Stella Graber. Kleine kurze Erklärung zu Stella Graber. Stella Graber ist die Frau, die die Dings gemacht hat. Diese GameStation-Ankündigung für Mommy Long Legs. Sehr geil. Das finde ich super cool, dass sie das mit reingenommen haben. Daumen haben wir dann Banzo Bunny stehen, der irgendwie nicht drin ist, oder? Ist Banzo drin? Ja, doch, Banzo ist da. Hm. Gibt es hier irgendwo ein Video? Ah, da ist der Videorekorder. Ich wollte schon sagen, hier gibt es das Safe Call ein. Jetzt müssen wir wieder gucken, wo das Tape dazu ist. Weil irgendwie... Ach, da.
Dann werden wir jetzt über Stella Greyborn ein bisschen was erfahren. Ich bin kurz ruhig, damit ihr das auch alles hört. Das ist wahrscheinlich Theodore Gramble, wie das aussieht. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on okay. In. Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You open that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing. You'll be das habt ihr gehört. For... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Also, das bestätigt immer mehr meine Theorie, dass diese Kinder, dass wir hier... Oh, cool. Dankeschön für den Schlüssel. Dass wir hier keinen Mitarbeiter spielen. Das ist immer noch... Also ich bin immer noch der Meinung, wir spielen keine Mitarbeiter. Wir spielen hier definitiv ein ehemaliges Kind aus der Playcare. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Ja, aber hallo. Now, can you give me some red? Ja, kann ich. Noch mehr Rot. Raus. Du versteckst noch mehr Red. Was bin ich? Okay, ich glaube, Crafty Corn ist sauer. Das ist jetzt schon das... Das ist jetzt der vierte, ne, den wir hier haben, von den Smiling Critters. Deine Zeit läuft langsam ab. Geh nach, dreh um und geh nach Hause. Nö. Sehe ich gar nicht ein, Catchnap. Gespinst wo? Nö. Wir wollen dich heute nochmal sehen. Okay, wir haben hier einen Fahrstuhl. Das, die Bude geht natürlich... Oh mein Gott, ich glaube, er kommt jetzt hier, oder? Da steht nicht umsonst Run. Oder auch nicht. Catnap? Catnap? Mann! Also, manchmal will das nicht so. Och, nee. Ich brauche eine Knarre. Bevor ich hier irgendwo gejumpscared werde. Obwohl, wir wollen ja die Jumpscares eigentlich alle sehen. Gerade die von Catnap will ich sehen. Oh, ich muss alle Jumpscares sehen. Okay, hier passiert nichts. Ja, das Ding ist dunkler wie alles andere, aber es ist okay. Also es ist vollkommen legitim. Oh mein Gott. Hier runter? Runter? Oh, das war richtig knapp jetzt. Ich hätte jetzt sterben können. Ja, es ist sehr, sehr dunkel, das Spiel. Sehr dunkel. An manchen Stellen zumindest. Also nicht alles ist sehr dunkel, aber... Ja. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass hier... Okay, wir dürfen nicht zu viel von dem Gas einatmen. Aber wo geht's jetzt hin? Okay, wir haben hier... Wait. Das regeneriert sich aber auch nicht, ne? Dein Leben. Solange wie das an ist hier. Ich sehe halt durch die Maske fast gar nichts. Okay, Play Store. Was? Keep locked? Ja. Ja, ich habe eine Gasmaske gerade an. Damit ich dieses rote Gas hier nicht einatme. Das sollten wir nämlich nicht unbedingt einatmen. Ach, ich habe schon gedacht, da steht jemand. Das tötet uns nämlich. Hä?
Also entweder bin ich gerade doof oder ich sehe einfach nicht, wo ich hin soll. Aber es ist halt auch wirklich schwierig, hier was zu sehen. Okay, wir haben hier noch eine Door. Okay, die geht aber nicht auf. Ja, ja, doch, die geht gleich auf. Die wird gleich aufgehen, sagen wir es ja so. Weil, hä, ich muss irgendwo meine grüne Hand aufladen, aber ich habe noch keinen Plan. Wo? Wo soll ich die aufladen? Oder Bier trinken? Also ich will es auf jeden Fall nicht, das sieht ganz schön eklig aus. Hä? Mann, das ist halt scheiße, weil hier so viel Zeug rumsteht und ich sehe nicht, wo ich hin muss. Keep it close. Ach, echt jetzt? Okay, warte mal, da ist eins offen, da ist eins offen. Und hier. Das muss auch auf. Aber hä? Ich habe dann trotzdem noch kein Dings. Wo ist das? Boah, ich sollte aufhören, so viel Energy zu trinken, ja. Ich sehe halt nicht. Hä? Also entweder bin ich jetzt. Ah, okay. Okay, haben wir. Wir haben es. Was ist? Hä, ich hab doch alle. Scheißding. Ach, du musst das auf 100% machen wahrscheinlich, oder? Habe ich das richtig verstanden? Hallo? Och. Er ist doch auf 100. Was willst du denn noch? Ah, jetzt. Oh, ich habe die Tür gehört. Kann ich das absetzen oder? Danke. Okay. Mhm. Mhm. Nee, das geht nicht auf. Ach, das ist das in den Jump Pads hier. Dann da hoch müssen. Okay. Ja, dann müssen wir mal gucken, jetzt, wie das hier funktioniert. Wo ist denn das Teil hier? Nee, das muss so bleiben, das ist klar. Oh Mann, warum leckt denn das jetzt an manchen Stellen so hart? Das ist richtig nervig. Hm. Ja, das. Wait, das heißt ja prinzipiell, das hier muss ja irgendwie aufgemacht werden. Mach das mal weg. Und das hier können wir dann eigentlich. Wow, ich drehe es einfach in die falsche Richtung. Dahin drehen. Und dann sollte das eigentlich passen. Was? Hä? Und jetzt? Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Obwohl ich noch nie wirklich Radler getrunken habe. Immer nur normales Bier getrunken, Alter. Hä? Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier hinten. Lol, ich bin einfach irgendwo hingesprungen. Hi, können wir jetzt. Oh wow. Das ist richtig geil. Du willst springen und es geht nicht. Boah. Jump Pad. Die haben das in dem Trailer viel cooler gezeigt. Bin ich jetzt oben? Ja, endlich. Hä? Und wie soll ich das jetzt kaputt machen? Ach so. Erzähl mir jetzt ehrlich, dass ich da runterspringen soll. Nee. Nee. Ey, das ist jetzt nicht passiert. Du musst das aber irgendwie kaputt machen. Ja, das ist ja klar. Hm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es einfach nur. Alter, ich stehe jetzt hier ziemlich weit weg. Mein Stuhl? Von meinem Tisch, nicht von meinem Stuhl. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das einfach so hier machen soll, dass ich das wieder zurück mache. Die Hand auf jeden Fall erstmal so und dann. Ja, man hätte auch einfach in die andere Richtung drehen können. So. Wow. Scheiß Ding. Mach's zurück. Ich brauch das so. Vielleicht hätte ich das auch einfach hochfahren können, ich weiß es nicht. Wäre, glaube ich, einfacher gewesen, wie das Spiel neu zu starten.
Weil ich glaube, ich brauche dich hier oben. Ich brauche die einmal hier. Oh, wow. Wieso war es klar, dass ich das nochmal machen muss? Ach, belastend. Naja, ist egal. Aber an sich ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Hallo? Nimmst du das bitte da raus? Muss ich jetzt wirklich dahinter? Really? Nimm das Ding bitte mit. Danke. Dahin. So, weil die können wir gleich oben einsetzen. Das macht halt mehr Sinn. So. Einmal bitte ankleben lassen an die Hand. So. Einmal. Einmal ranziehen bitte. Ich finde es schon krass. Also wenn man überlegt, das erste Chapter geht ungefähr so, ich glaube, 30 Minuten. Das zweite Chapter ging dann schon so, ich glaube, fast 2 Stunden. Und bei dem Chapter sind wir jetzt schon über 3 Stunden drin. Also bin sehr begeistert, wie lange die das gezogen haben. Und wie viel Story die da reingepackt haben. Man erfährt übertrieben viel. Und? Ach so. Jetzt muss ich das Ding wieder so machen, oder was? Hä, echt jetzt? Wait. Muss ich das jetzt wirklich wieder so drehen, damit das Ding... Ah, falsche Richtung, Bro. Das wäre natürlich super komisch, aber geht das, dass ich das so hindrehen kann? Ja. Wieso war es klar? Nein. Wieso war mir das klar, dass es genau so gemacht werden muss? So, jetzt darf ich mit dem Jumppad dann wieder da hochspringen. Weil macht ja so viel Spaß, mit dem Jumppad zu springen. Wir lieben das Jumppad. So, jetzt haut mal gleich. Oh, ich liebe diesen Sound. Oh, wir haben auf. Ah, lol. Kann ich jetzt auch ganz normal mit dem Fahrstuhl hoch und runter fahren? Hä, und jetzt? Wie komme ich jetzt da hoch? Das ist ja jetzt offen, ne? Rätsel gelöst, super. Es ist so krass, dass die hier rausgehauen haben. Also dafür, dass sie so lange Geheimniskrämerei draus gemacht haben und nichts gezeigt haben und wirklich immer nur so stückchenweise gesagt haben, so hey, guck mal, hey, hier, ist das schon ziemlich gut gemacht. Kann das Ding bitte die Klappe halten? Das letzte kann ich nicht lesen, sieht aus wie Comment. Dead by the original comment oder sowas. Vielleicht hat irgendein Comment. Hä? Ich muss doch safe da oben rein. Sag ich doch. Aber die Musik nervt mich gerade ein bisschen. Hallo? Da. Ei, dass ich so weit an der Kante vorbeilaufen muss, ist ein bisschen blöd. Und was ich halt auch nicht so gut finde, ist halt diese Ladezeiten vom Spiel, dass sie die da einfach mit reingepackt haben. Aber man sieht, das ist scheiß rote Gras gar nichts. Hm. Aber ich wusste es, dass es ein halluzinogenes Gas ist. Ich sehe nichts. Hä? Da lang los. Oh ja. Ach so, ich muss es wieder selber aufmachen. Ach Gott. The prototype has saved us all. Der Prototyp hat uns alle gerettet. Rennen. Ja, ihr sagt mir schon die ganze Zeit, dass ich rennen soll und irgendwie passiert die ganze Zeit nichts. Oh mein Gott, Catnap! Alter, du kleiner Pisser! Bist du noch ganz dicht oder was? Oh mein Gott! Holy shit! Was
sag doch, dass das rote Gas irgendwas mit Halluzination hat. Er kommt einfach komplett random, Mann. Das war einfach heavy. Ich hab so eine Ahnung, was du da tust. Nö, hab ich eigentlich nicht, aber okay. Aber ihr seht, dass dieses Gas ist halt wirklich dafür da, um dich, dass du halt Halluzinationen hast. Was ist, wenn wir dieses Kind sind? Ja, absolut nicht, das ist richtig krass. Gab jetzt auch den einen oder anderen Jumpscare, den ich erwartet habe, weil ich es wusste, weil ich reingelaufen bin. Aber das war jetzt gerade Next Level Shit. Ja, definitiv. Ich meine, vielleicht hätte man auch nochmal drüber nachdenken können, dass Catnap kommen könnte, aber das ist echt gut gemacht hier. Verstehst du, warum wir das beenden müssen? Nee, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum. Also eigentlich wollte es weiterlaufen. Das ist ein gutes Experiment an sich eigentlich. Also Poppy, alles cool. Aber wer ist der Prototyp jetzt? Weißt du überhaupt, was echt ist? Naja, 4 habe ich auch gespielt, alle 3 Teile. Fand ich eigentlich ziemlich gut. Oh, Huggy. Hallo, Huggy. Du bleibst da stehen, ja? Du weißt es nicht. Ah, ich kann mich wieder nicht bewegen jetzt. Huggy? Da ist die Hand vom Prototypen. Ja, das stimmt. Wenn du das eine ganze Weile spielst, dann hast du da irgendwie schon so ein bisschen Vorahnung. Ich möchte die Playcam aber nicht verlassen. Eigentlich finde ich es ganz schön hier. Ist ein ziemlich cooles Gebiet so, Bro. Ich möchte wirklich nicht hier raus. Können wir uns nicht einigen, dass du mich in der Schule lässt oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber... Ja, doch die... Es ist halt einfach... Du weißt halt nicht, was Halluzination ist und was wahr ist und keine Ahnung. Das ist so krass gemacht hier. Ich bin so überfordert bei manchen Stellen. Aber wir sollen ja jetzt wieder raus, ne? Olli wird uns gleich anrufen, hoffe ich. Ja, hier diese Ladezeiten halt, das ist ein bisschen doof.